Auf geht's, die Ostwind und ich sind wieder unterwegs. Segeln, bis die Sonne nicht mehr untergeht, das war mein Plan in diesem Sommer. Nach meinem Norwegen-Turn im letzten Jahr wartet jetzt der Polarkreis auf uns und ich freue mich, wenn ihr mich auf meiner Reise begleitet. Und wieder ein schöner Segeltag heute. Hab jetzt die Ankerbucht dort verlassen und segel mit Halbwind hier Richtung Barösund. Und was mich wundert, ich bin echt der Einzige, der hier segelt. Die tun alle Motoren und ich hoffe, ich bereue es nicht. Es gibt zwar ganz schöne Verwirbelungen hier und es erinnert mich eher an das Segeln auf der Spree. Also von den Bedingungen her, aber geht trotzdem ganz gut vorwärts. Kommt im Schnitt mit 4,5 Knoten voran und da muss man auch nicht motoren, oder? Das ist ja im Moment hier mehr Binnensegeln und wir haben Südwind und je nachdem, ob gerade eine Böe einfällt oder nicht, pendelt der so zwischen 2 und 5 und gibt natürlich ordentlich Verwirbelung hier von den Bäumen ringsherum, gerade da, wo es schmaler wird im Sund, aber geht trotzdem voran mit 4 Knoten und ja, mit den Tonnen, da muss man hier echt aufpassen, weil die Fahrwasser sind nicht durchgehend mit grün-rot gekennzeichnet, sondern auch häufig mit Kardinaltonnen und da muss man dann wirklich genau darauf achten, dass man die auf der richtigen Seite nimmt, weil Toleranz gibt es hier meistens nicht. Meist liegt direkt neben der Kardinaltonne dann auch der nächste Stein, aber es ist gut betont und man kommt damit klar und man hat sich auch dran gewöhnt. Immerhin bin ich jetzt schon, naja, 1500 Seemeilen fast hier durch die Schärenlandschaft gesegelt und mit der Zeit kriegt man dann doch Routine. Echt cooles Segeln heute hier durch den Sund. Jetzt hat der Wind aufgebriest, jetzt haben wir eine 5 hier und ich komme mit 6,5 bis 7 Knoten voran. Und das macht richtig Spaß hier, weil man sieht ja immer an der Landschaft, wie es vorangeht. Wenn man so auf dem freien Meer ist, da hat man ja diesen Bezug nicht. Ich meine, man merkt auch, wie schnell man ist am Rauschen des Wassers und mit der Zeit kann man dann auch auf dem halben Knoten genau schon am Geräusch des Bootes, weiß man schon, wie schnell man ist, aber heute macht richtig Spaß, ist auch ab und zu mal bedeckt, ab und zu ein paar Wolken da. Also die Sonne haut heute nicht ganz so vom Himmel wie gestern. Und mit dem Wind ist es sehr erträglich und so könnte es die nächsten Tage ruhig bleiben. Ja, jetzt habe ich doch mal die Genua hier weggenommen, weil ich bin jetzt Plattform Wind und ja, das Fahrwasser wird jetzt auch langsam enger hier und mit der Halserei, das macht sich jetzt auch besser, wenn ich nur noch das Groß draußen habe und geht immer noch mit 4,5 Knoten und ich will ja auch die schöne Landschaft hier genießen. Und hier kommt wirklich eine Villa nach der anderen, alle schön am Wasser gelegen mit eigenem Bootsanleger. Also die Finnen wissen schon auch, wie es sich leben lässt. Wundere mich gerade, warum die Motorboote auf einmal alle so langsam fahren, aber hier sind nur noch 10 km/h zugelassen und jetzt fahren die mehr oder weniger parallel mit mir, weil die habe ich auch fast.
Das war der Barösund, komplett unter Segeln. Hat echt Spaß gemacht. Und jetzt, das Wetter ist so traumhaft und ich habe hier genau Halbwind und geht mit 6 Knoten vorwärts und die nächsten 3 Tage ist Flaute gemeldet, sodass ich jetzt überlegt habe, ich segel jetzt heute doch noch weiter und schau mal, wie weit ich noch komme. Und dann die nächsten Tage Motoren will ich auf gar keinen Fall. Und da nutze ich jetzt den Wind noch aus, zumal wenn es Spaß macht. Warum soll man da aufhören, oder? Boah, ganz schön warm ist das schon wieder echt hier. Und ich bin jetzt durch den Barösund. Da ging es ja zu wie auf der Berliner Stadtautobahn. Also da musste ich die ganze Zeit draußen sein. Da konnte man nicht mal kurz unter Deck gehen. Und jetzt bin ich aber wieder auf der offenen See. Und ja, wir haben Halbwind. Windstärke 4 bis 5, geht mit 7 Knoten vorwärts. Und ich habe mir jetzt überlegt, ich segel noch ein Stück. Oh, hoppala, das war aber jetzt eine ganz schöne Welle draußen. Die kam über Deck. Und ja, jetzt gibt es erstmal Frühstück. Das ist ja heute glatt ausgefallen. Also bis auf den Kaffee, den habe ich natürlich getrunken. Und bei Lage gilt der Grundsatz, wenn das Frühstück schon ganz unten steht, dann kann nichts mehr runterfallen. Gemütlich wie auf der Couch zu Hause, aber heute ist auch Sonntag. Also so gesehen passt das ja dann auch. Mit dem achterlichen Wind ging das heute richtig zügig hier und jetzt ist sogar schon die Skyline von Helsinki in Sicht. Und der Wind sollte jetzt eigentlich abends nachlassen, aber macht er nicht. Wahrscheinlich hat er den Wetterbericht nicht gelesen. Er briest eher auf. Wir haben jetzt durchgängig eigentlich Windstärke 6 hier und geht aber zügig vorwärts hier mit Butterfly und 8 Knoten im Schnitt. Also da kann man echt nicht meckern. Nach 60 Seemeilen neigt sich dann dieser fantastische Segeltag langsam dem Ende entgegen. Da ich mit der Ostwind ja schon in Helsinki war, möchte ich jetzt erst einmal weiter segeln und den Schärengarten östlich von Helsinki erkunden. Ja, das war ein richtig geiler Ankerplatz. Schön mit dem Blick auf die Silhouette von Helsinki nachts und ruhig gelegen. Konnte da auch schön schwimmen heute früh und jetzt habe ich gesehen, wir haben Südwind und das ist ja ein Halbwindkurs für mich. Und da dachte ich mir, bevor man den Wind einfach so vergammeln lässt, kann man den ja mitnehmen. Also segle ich jetzt noch ein paar Meilen in Richtung Osten.
Schöner Halbwindkurs, geht mit 6,5 Knoten vorwärts, Windstärke 4, wenig Welle. Was will der Segler mehr? Und wenn ich mir die Wolken hier so angucke, dann muss ich mal die Kamera drehen. Weiß nicht, ob man die jetzt sieht. Also das erinnert mich irgendwie an Miami oder, keine Ahnung, an die Karibik. Aber solche Wolken hier und türkisfarbenes Wasser, das erwartet man hier nicht unbedingt. Und ich habe mir jetzt mal den Wetterbericht für die nächsten 14 Tage angeschaut. Da ist Sonne pur gemeldet. Ich weiß ja nicht, ob das hier immer so ist im Sommer, aber wenn es so ist, dann ist es auf jeden Fall ab jetzt eins meiner Traumreviere. Das ist wieder ein richtig schöner Tag und ich freue mich jetzt auch, dass ich ihn nicht ausschließlich vor Anker verbracht habe und doch noch mal ein Stückchen hier unterwegs bin. Ich bin hier eben schöne Runde geschwommen. Wasser ist total warm, 23 Grad, das ist kaum zu fassen, aber es ist so. Und habe dann auch nochmal den Zähldreif abgetaucht, da die Manschette und auch die Opferanoden am Zählgreif und mal geguckt, was mein Klapppropeller so macht. Da ist alles tutti und ja, dann habe ich auch nochmal nach den Zinkanoden geschaut, aber die sind soweit auch okay. Oh Mann, warum die Möwen hier so ein Geschrei machen, das weiß ich allerdings nicht. Von mir kriegen sie nichts hier, da bin ich mir sicher. Prost! Ja, wieder eine traumhafte Ankerbucht gefunden hier und die ist ziemlich eng und auch die Einfahrt, also das Fahrwasser ist mit 2,30 Meter angegeben. Ich habe 2,10 Meter Tiefgang, aber da hier relativ ruhiges Wasser ist, dachte ich, probiere ich es mal und feste ganz langsam rein. Und in der Bucht hier haben sie jetzt doch ein bisschen komisch geguckt, weil mein Boot halt doch eine Nummer größer ist als alle anderen, die hier sind. Aber ist ein schöner Ankerplatz, soll auch eine ruhige Nacht werden. Und ich habe jetzt von meinem Hähnchen-Curry hier den Rest, der muss weg heute. Und das wird auf jeden Fall ein entspannter Abend. Am frühen Morgen hier nach dem Aufstehen gleich so eine Runde schwimmen zu können, das ist schon toll. Und man hat einen der größten Swimmingpools gleich vor der Haustür. Heute früh ist das Wasser wärmer als die Luft. Verrückt. Aber soll noch heute wieder knapp 30 Grad werden hier. Bin jetzt mit dem Sub, also mit dem Ding da, von der Ostwind, die ist da, hierher und werde jetzt hier mal Landgang machen. Ich habe inzwischen festgestellt, ich nehme das Sub ausgesprochen gern, weil es ist ganz einfach vom Bord runter und auch wieder hoch. Das ist leicht im Gegensatz zum Dinghy und für solche Sachen hier reicht es vollkommen aus. Ich habe da meinen Schwimmsack drauf, da kommen die Sachen rein, die nicht nass werden sollten für den Fall der Fälle, aber im Normalfall funktioniert das gut mit dem Sub und vor allen Dingen, man ist schneller als mit dem Schlauchboot, zumindest wenn man am Schlauchboot nicht den Motor dran hat. Oh, jetzt kommen ein paar Wellen, muss doch mal irgendein Boot hier vorbeigefahren sein. Es läuft sich hier wie auf Schaumgummi. Also man traut sich überhaupt nicht drauf zu treten, weil man Angst hat, man macht was kaputt.
ist immer noch hier richtig warm, fast 30 Grad. Jetzt habe ich hier jede Menge Heidelbeeren gegessen und jetzt mache ich den Rückzug. Jetzt geht nämlich langsam die Sonne unter und wenn die Sonne untergeht, dann kommen bestimmt hier auch die Mücken, habe ich so die Befürchtung. Zurück aus dem Wald und sogar wieder die richtige Stelle gefunden und mein Dingi oder in dem Fall mein Sub ist auch noch da. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Da stehen auch die Chancen gut, dass ich jetzt auch wieder an Bord der Ostwind komme. Oh, das ist fantastisch. Wir haben es jetzt Mitternacht und es sind immer noch 30 Grad, Wasser 24 Grad und man kann ohnehin nicht schlafen bei der Wärme. Also kann man ja auch noch mal eine Runde schwimmen, wenn man schon die Gelegenheit dazu hat. Ich habe gerade mit meinem Fernglas geguckt und hier kreist die ganze Zeit ein Schiff um mich herum ohne AIS. Und also mit dem Fernglas erkennt man, es ist irgendwas Militärisches. Also vermute mal finnischer Grenzschutz. Und ich höre schon immer auf dem Funk, ob sie mich ansprechen, aber haben sie bis jetzt nicht gemacht. Und ich habe ja meine AIS-Kennung an, also sollte es ihnen ja möglich sein, mich direkt anzusprechen. Sie selbst haben übrigens kein AIS an, also naja, gut, das ist wahrscheinlich Militär, da gelten andere Regeln. In der Nacht werde ich dann kurz vor der Insel Hapasari von der russischen Grenzsicherung angefunkt. Da die russische Grenze jetzt nur noch eine Seemeile entfernt liegt, denke ich, hoffentlich stimmt deine Position und deine Karte.